Als nächstes haben wir die 714015. Bei der 714 handelt es sich um eine umgebaute dieselhydraulische Lokomotive der Baureihe V100 bzw. V112. Sie wird 1988 von der Bundesbahn für den Einsatz in speziellen Tunnelhilfszügen konzipiert, um den Transport von Geräten, Löschmittel und der Krankenversorgung bei Unfällen in Tunnelbauten auf Schnellfahrstrecken der DB zu bewerkstelligen. Mit ihrem begehbaren Rangiersteg und Seitenumlauf sowie dem übersichtlichen Führerstand bietet sich die VN100-Plattform für diese Aufgabe an. Sie werden zusätzlich noch mit einer Video- und Infrarotkamera ausgerüstet und verfügen über einen signalroten Anstrich. Insgesamt sind 15 dieser Lokomotiven umgebaut worden, von denen die hier gezeigte 714015 die letzte Lokomotive dieses Typs ist, die von der DB Netz nicht weiter modernisiert wird und mittlerweile zum Bestand des DB-Museums gehört. Von der VN100 wurden von 1958 bis 1964 bei der MRK 364 Exemplare gebaut. Sie erreichten eine Leistung von 1350 PS. Thank you.